Wand entlang laufst, läufst, meinst du die? Bevor du die Tür aufbist, wo ich die Tür hin. Außerdem weißt du auch gar nicht, ob du da auch reinkommst. Genau, weil das ist einfach nur so toll, was du willst. Hier ist doch dieser Halb. Ja. Ich befinde mich jetzt gerade hier an einem alten Heizkraftwerk. Wir suchen gerade einen Eingang. Ich war hier schon mal, 2019 war ich hier. Und ja, wir gucken mal, ob wir reinkommen. Hier ist schon mal ein Eingang, allerdings, soweit ich weiß, ist das nur so eine Nebenhalle. Da kommen wir nicht in die Haupthalle rein. Aber eventuell ist vorne der Haupteingang offen. Das wäre natürlich dann ideal. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil da steht ein Bauwatchturm. Ich hoffe, hier auf dieser Seite nicht mehr. Oder ich glaube, hier stand noch nie einer. Nein. Ja. Die Tür ist offen. Ich war vor einem halben Jahr noch mal hier. Da war die Tür zu. Aber inzwischen interessiert sich wirklich niemand mehr dafür. Wow. Tja, und hier hat sich echt einiges verändert. Alles kaputtgeschlagen, alles zerstört, überall was draufgeschmiert. Das ist schon echt traurig, das so zu sehen, ganz ehrlich. Das ist auch nicht ganz ehrlich. Sehr schade. Aber gut, es war mir bewusst, dass das hier nicht mehr im Traumzustand alles ist. Ja, ich erzähle gleich noch mal ein paar Sachen dazu und ich blende vor allen Dingen auch alte Fotos ein, die ich damals gemacht habe, damit ihr mal seht, wie sich sowas innerhalb von 3 Jahren verändern kann. Ja. Das ist schon sehr traurig. Also damals war das fast unberührt hier und jetzt, ihr seht es selbst. Ja, eine kurze Story dazu. Also es ist ein Heizkraftwerk. Hier wurde damals Strom produziert. Und die überschüssige Energie von der Stromproduktion, die wurde dann damals unter anderem an ein großes Industriewerk in dieser Stadt als Fernwärme weitergeleitet. Auch noch andere Einrichtungen wurden damit versorgt, aber hauptsächlich war diese große Industrie, die es jetzt leider nicht mehr gibt, der Hauptabnehmer. Ja, und nachdem diese Industrie verschwunden ist, war auch irgendwie anscheinend das Heizkraftwerk überflüssig. Ich meine, vor 10, 15 Jahren haben die es ungefähr hier eingestellt im Betrieb. Und ja, um 1900 rum hat es eröffnet. Damals noch als reines Kohlekraftwerk und zuletzt war es ein Gaskraftwerk. Ja, da wurde da mit Gasturbinen Strom erzeugt. Ein Teil wurde abgerissen, ein Teil steht noch. Also hier hinter mir, ich denke mal, die Sonne blendet, ist der neue Bereich mit den Gasturbinen. Und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was das hier ist, ob das noch diese alten Kohleturbinen sind oder auch schon Gas, da habe ich jetzt zu wenig Ahnung von. Aber das ist auf jeden Fall ein alter Trakt, der noch steht und ja, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Teil wurde halt abgerissen. Thank you.
es hier gerade ein altes Treppengeländer hoch, wo ich damals nicht reingekommen bin. Und ja, das ist deswegen interessant, weil man nämlich hier in den modernen Bereich des Kraftwerkes reinkommt. Und da war ich damals auch noch nicht drin. Wow, jetzt bin ich sehr gespannt, weil jetzt kommt ein Part, den kenne ich nicht. Und ich bin mal gespannt, ob man auch wirklich durchkommt oder ob das hier gleich eine Sackgasse ist. Aber ja, das wird sich auf jeden Fall dann gleich zeigen. Ich habe nur auf der Tür gesehen. Und ja, wenn jetzt alles gut klappt, das hätte ich nicht gedacht. Also hier war der Zugang damals verwehrt. Und ja, jetzt sind wir drin, aber hier ist es stockduster. Das dürfte wahrscheinlich hier diese Verteilung von der Wärme sein. Was eine Stille hier drin. Unheimlich. Ja, mein Kollege kommt jetzt auch gerade. Der ist jetzt gerade auch ein bisschen überrascht. Ne? Der Sebastian ist auch wieder dabei und die Sandra, aber die werdet ihr nicht sehen, die möchte nicht gefilmt werden. Cool. Aber halt sehr duster hier. Leider. Ja, mittlerweile ist ja alles offen, da ist auch was offen. Wahnsinn, also damals war wirklich alles komplett verschlossen. Ich musste damals noch durch einen Kabelschacht von unten in das Werk reinklettern. Unfassbar. Und jetzt alles offen. Reglerraum. Hier ist ein altes Treppenhaus. Hier sind alte Schaltschränke drin. Das gucken wir uns mal an gleich. Aber ich muss erstmal auf meine Kollegen warten. Ich laufe jetzt hier nicht alleine rum. Deswegen gehe ich erstmal wieder zurück. Gucken wir uns gleich an. So. Mein Kollege hat euch Bescheid gegeben. Die sind auch in der Nähe. Und ja, schaut euch um. Hier war wohl die ganze Elektronik. Hier so alte, keine Ahnung, Verbindungen. Wahrscheinlich so Relaisverbindungen oder sowas, die alles Mögliche geschaltet hatten. Ja, und überall die ganzen Kupferdiebe waren schon hier, haben die ganzen Kabel rausgezogen, die Isolierung abgemacht und schön das Kupfer mitgenommen, weil das bringt ja Geld. Ne? Ich sehe aber noch nicht bei allen Kabeln. Ja, schaut euch mal diesen riesen Querschnitt an. Ja, Alter, ist riesig, also ist noch human. Hier kommen die Kabel aus dem Boden. Mein Gott. Hier liegen nur alte Schuhe drin unten. Tja, überall alte Schaltkästen. Hier in dem Raum. Auch hier das gleiche Bild. Zerrupfte Schaltschränke. Alte Akten noch hier im Schrank. Und überall Isolierung auf dem Boden. Tja, das ist auch interessant hier. Ups, ihr seht mich gar nicht. Ne? Hier sind wahrscheinlich die ganzen Kabelstränge. Ein Teil muss ich jetzt zensieren. Hier ist dann alles aufgeführt, wo irgendwelche Kabel zu welchen Anlagenteilen hingehen. Wahnsinn. So, jetzt sind wir nochmal hier in der Halle. Wenn anfangs hier reingegangen bin. Ja, und hier wurde dann tatsächlich wahrscheinlich diese ganze Fernwärme in diese Rohre geleitet und dann unter der Erde zu den ganzen Einheiten, dann also Industrieeinheiten, Anlagen, Einrichtungen weitergeleitet. Wahnsinn. Hier das Drehrad mit so einer Art, ja, so eine, wie sagt man, ein Getriebe ist es ja nicht wirklich, ne? So eine Stange halt hier. Mir fällt gerade jetzt blöde Wort nicht ein.
ansehen. Jetzt habe ich noch mal richtig was Tolles gesehen. Und zwar ja, die Schaltzentrale hier von dieser Fernwärme. Also in dem anderen Trag ist noch die Schaltzentrale vom Kraftwerk drin. Die ist nur leider komplett zerstört. Gut, die ist auch nicht wirklich heile hier. Allerdings im wesentlich besseren Zustand. Ob das jetzt hier vom Kraftwerk die Zentrale auch war oder nur für die Fernwärme, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, wenn ich hier sehe, Bar, Grad Celsius, ja, ich denke mal, das wird wahrscheinlich für die Fernwärme hier gewesen sein. Hier so ein riesengroßes Steuerpult noch. Klasse. Wow. Also, das ist immer toll, wenn ich sowas sehe. Und leider sehe ich sowas viel zu selten. Und ich sag mal, zum Glück ist der Zustand noch so einigermaßen. Ja, also ich habe schon deutlich Schlimmeres gesehen. Jetzt gehen wir hier durch so ein Kesselhaus. Aber es ist verdammt duster hier. Ja, hier sind die ganzen Anlagen. Heftig. Hier geht noch eine Treppe hoch. Ja, in der oberen Etage war ich vorhin schon mal gucken. Jetzt gucken wir mal hier rein. Alter Schaltschrank. Auf jeden Fall interessant hier, aber so richtig zu sehen gibt es jetzt nichts. Ja, jetzt sind hier so riesengroße Kessel. Und die hier vielleicht so die Wärme auch noch zwischengespeichert haben. In der Fernwärme läuft ja, soweit ich weiß, mit Wasser. Da muss ja alles irgendwie auch irgendwie zwischengespeichert werden. Ich habe da keine Ahnung von. Aber ich denke mal, hier war bestimmt so eine Art Speicher. Und noch mehr Treppen. Und noch mehr Rohre. Also Wahnsinn. Hier geht's noch mal wieder hoch. Wahnsinn, Leute. Oh, jetzt laufe ich hier gerade auf so Eisengittern und unter mir geht es so richtig schön ab. Puh, da habe ich immer schon so ein komisches Gefühl bei, ne? Oh, wie in Irrgarten hier. Können wir nochmal von oben in diese Halle schauen, wo wir ganz am Anfang hier reingekommen sind, als wir diesen Trakt betreten haben. Da kommt man aufs Dach, da gehe ich gleich auch mal schauen. Ja, nur das Problem ist, wenn man auf so ein Dach geht, ja, da wird man gesehen, ne? Weil hier sind auch Wohnhäuser. Ich gucke mir das mal an. Ja, und hier sind wir tatsächlich jetzt am Dach. Allerdings möchte ich hier nicht gesehen werden, also ich bitte um Verständnis, dass ich da jetzt nicht drauf gehen werde. Thank you.
gehe jetzt hier gerade durch einen Raum, der nennt sich Relais-Raum. Ich denke mal, hier kamen auf jeden Fall die dicken Kabel an oder gingen ab. Weil hier sieht man noch Einspeisung. Da sind dicke Strom, ja, Schienen kann man schon sagen, das sind ja keine Kabel. Ja, und hier wird wohl der ganze Strom von den Großverbrauchern geschaltet. Ne? Speisepumpe, Frischlüfter, hier ein Trafo, Kupplung. Ja, hier ging richtig Strom durch. Von da aus kann man auch noch in diese andere Schaltzentrale rein. Ja, noch. Aber die ist ja mittlerweile richtig zerdeppert. Ja, mittlerweile sind wir jetzt wieder in der ersten Halle zurückgekehrt. Und ja, ich gehe jetzt hier nochmal in die Schaltzentrale von der ersten Halle rein, damit ihr mal seht, wie das hier beim Kraftwerk aussah und ja, wie gesagt, aussah. Ja, alles bemalt, alle Armaturen irgendwie kaputt geschmissen, alles rausgerissen. Nicht schön. Liegt leider auch daran, weil es mittlerweile ja nicht mehr so wie früher gang und gäbe ist, dass man Orte geheim hält. Mittlerweile gibt es dann auch Tauschgruppen auf Facebook. Da gibt es dann Karten, wo der ganze Ranz veröffentlicht wird, die ganzen Koordinaten einfach so. Früher hat man das wirklich nur in einem kleinen Netzwerk ausgetauscht. Ja, mittlerweile gibt es halt Google Maps Karten, wo jeder alles hinzufügt, wo in den Gruppen dann alle Arten von Menschen sind, die mit dem Hobby eigentlich auch gar nicht wirklich was zu tun haben. Ja, und dann sehen die Orte leider so aus, ne? Sehr traurig. So, jetzt befinde ich mich hier gerade in der alten Kaue. Und ich kann nur sagen, es ist echt erschreckend, wie es hier aussieht. Wir laufen hier gerade rum und alles ist kaputt. Ah, hier hat es auch gebrannt, deswegen riecht das hier so lecker. So, was soll ich sagen? Kauen, bemalt. Alles kaputt. Nichts Besonderes. Hier sind richtig schöne, ja, so ganz dicke Rohranlagen. Ich vermute mal, dass hier wahrscheinlich die Fernwärme dann rübergeschickt wurde, ne, an die Industrie. Kann ich mir gut vorstellen, dass hier das schön unter die Erde noch weiterging. Nicht schlecht. Ja, wir sind hier in so einer Art Schacht, wo die ganzen Kabel lang gehen. Erinnert mich ein bisschen, wo ich hier einmal schon mit dem Carsten war. Wo ich durchs Wasser laufen muss. Das sind auch so ähnliche Anlagen. Auch hier nochmal. Auch nochmal. Wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Und mal gucken, wo wir da hinkommen. Interessiert mich jetzt schon ein bisschen. Oh, hier kommt richtig kalte Luft. Hier geht es wieder hoch. Und wieder runter. Gucken, wo das ein Ende nimmt. Ja, ein Stromkabel, fantastisch. Ein richtig langer Gang, der jetzt hier um die Ecke geht und nochmal durch die Ecke geht. Die Luft wird immer kühler hier. Hier noch jede Menge Kabel. Ja, und da vorne wird es wieder hell. Also, ich weiß nicht, wo ich dann da hinkommen will. Kommt schon gar nicht mehr mit, die haben keinen Bock.
gesehen habe. Ein Frosch. Da habe ich mich jetzt aber ganz schön erschrocken. Also der Gang geht immer weiter und immer weiter. Da kommt man auf jeden Fall nicht zu irgendwas, was jetzt noch interessant werden könnte. Deswegen gehe ich jetzt wieder zurück, weil meine beiden Kollegen sind mir jetzt nicht hinterhergelaufen. Und dann wäre jetzt der Schwachsinn, die Strecke hier alleine zu absolvieren. Deswegen gehe ich jetzt hier wieder zurück. Aber trotzdem finde ich es immer interessant, hier solche alten Gänge zu laufen, ne? Ja, hier war früher bestimmt alles voll mit Kabeln. Ja, das soll es gewesen sein von dem Heizkraftwerk. Wir sind jetzt soweit durch. Wie gesagt, ich habe ja auch im Video jetzt an manchen Stellen ein paar Fotos eingeblendet, wie es hier mal früher aussah, so als ich hier war, ne? 2019. Das ist natürlich ein, ich sag mal, Kulturunterschied, wenn man dann jetzt hier da reinkommt. Ne? Aber wie auch immer, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ne? Euer Dr. Urbex. Ciao. I'm on the rail, I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed that I hit.